liebe neu immatrikulierte Studierende, ich möchte Sie herzlich zum Studienbeginn an der Humboldt-Universität begrüßen und Sie beglückwünschen, dass Sie einen der begehrten Studienplätze erhalten haben. Mein Name ist Dr. Petra Andraschi. Ich bin Studienberaterin in der Allgemeinen Studienberatung der Humboldt-Universität. Mit dem Studium beginnt nun für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber viele von Ihnen werden das erste Mal vor der Aufgabe stehen, sich ihr Leben vollständig selbst zu organisieren. Das bringt ganz neue Freiheiten mit sich, bedeutet aber auch ein ganz neues Maß an Selbstverantwortung. In einer so großen Universität wie der unsrigen wird und kann Ihnen niemand mehr die Arbeit abnehmen, sich zu kümmern, sich zu informieren, Ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen. Ihre Eigeninitiative wird also mehr denn je gefragt sein. Das kann man lästig finden oder zumindest anstrengend. Man kann es aber auch positiv sehen im Sinne neu gewonnener sozialer Kompetenzen und Durchsetzungsfähigkeit, die Sie im weiteren Leben sicher gut gebrauchen können. Aber nun genug der Vorrede. Mir geht es heute um die Orientierung in der Universität, um die Schritte, die Sie zum Studienbeginn unternehmen sollten, um sich mit Ihrem neuen Umfeld vertraut zu machen und sich auf den Beginn der Lehrveranstaltung in der nächsten Woche vorzubereiten. Ich möchte Ihnen die Materialien vorstellen, auf die Sie sich bei der Vorbereitung des Semesters stützen können, und schließlich Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten aufzeigen, die Sie jetzt oder auch im weiteren Studienverlauf nutzen können. Nach der Immatrikulation ist zunächst Technisches zu erledigen. Das ist zum einen die Aktivierung Ihres persönlichen HU-Accounts, damit Sie Zugang zu allen Diensten des Computer- und Medienservice der HU erhalten. Das geschieht mit Hilfe einer PIN-Nummer, die Ihnen das Immatrikulationsbüro per Brief zukommen lässt. Dafür muss natürlich Ihre mit Ihrer Bewerbung verknüpfte Adresse aktuell sein. Mit dem HU-Account können Sie sich in den geschützten Bereich des Portals AGNES Studium und Lehre online einloggen. AGNES wird Sie durch Ihr ganzes Studium begleiten. Der Name AGNES ist übrigens keine Abkürzung, sondern geht auf den Vornamen der ersten offiziellen Studentin der Berliner Universität zurück. Es war Agnes von Zahn-Harnack, die sich 1908 als erste Frau offiziell an der Berliner Universität einschreiben durfte. Im Portal AGNES können Sie sich das Vorlesungsverzeichnis nicht nur ansehen, sondern auch Lehrveranstaltungen auswählen, sich dafür anmelden und einen persönlichen Stundenplan erstellen. Sie können sich Notenübersichten und Studienbescheinigungen erstellen lassen und selbst Adressenänderungen vornehmen. Schließlich muss das Immatrikulationsbüro über Ihre aktuelle Adresse verfügen, um Ihnen wichtige Informationen zukommen zu lassen, zum Beispiel über die Rückmeldung. Sie werden das Immatrikulationsbüro nämlich am Ende jedes Semesters informieren müssen, dass Sie auch im folgenden Semester weiter studieren wollen und dazu den Semesterbeitrag überweisen. Mit dem HU-Account erhalten Sie auch eine studentische E-Mail-Adresse, über die die Universitätsverwaltung, die Unibibliothek, aber auch die Lehrenden mit Ihnen kommunizieren. Es empfiehlt sich, von Ihrem Studenten-Account eine Weiterleitung einzurichten, wenn Sie regelmäßig eine andere E-Mail-Adresse nutzen, damit Ihnen keine wichtigen Nachrichten entgehen. Mit dem HU-Account erhalten Sie Zugang zu den Computerpools des CMS, können das WLAN der HU nutzen, sowie die E-Learning- und Kommunikationsplattform Moodle, über die ein großer Teil der Online-Lehre laufen wird. Hinweise dazu finden Sie auch im Portal AGNES selbst. Der HU-Account ermöglicht es Ihnen auch, sich Ihre Campus-Card zu erstellen. Sie dient als Studierendenausweis, als Mensa-Karte und als Bibliotheksausweis für die Unibibliothek. Wenn Sie sich mit Ihrem HU-Account in AGNES einloggen, erhalten Sie unter dem Menüpunkt Studierendenausweis den QR-Code, mit dem Sie an einem der Campus-Card-Automaten die Karte ausdrucken können. Genaueres erfahren Sie unter hu.berlin/campuscard. Nach diesen technischen Dingen gilt es, den eigenen Platz innerhalb der Organisation Universität zu bestimmen. Allgemein gesprochen gliedert sich die Universität in Fakultäten,
die in Institute untergliedert sein können, und diese wiederum können aus einzelnen Seminaren oder Lehrbereichen bestehen. Institute können aber auch als sogenannte Zentralinstitute für sich allein existieren, ohne einer Fakultät angegliedert zu sein. Konkret besteht die Humboldt-Universität aus 9 Fakultäten. Darunter gibt es 4 sogenannte Monofakultäten, die einer einzelnen Fachrichtung entsprechen. Das sind die Juristische Fakultät, die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die Theologische Fakultät, in der evangelische Theologie gelehrt wird, und die Charité-Universitätsmedizin Berlin, die einen Sonderfall darstellt, da sie als medizinische Fakultät gleichermaßen zur Humboldt-Universität wie auch zur Freien Universität gehört. Das Berliner Institut für Islamische Theologie und das Institut für Katholische Theologie sind Neugründungen an der Humboldt-Universität und haben beide den Status von Zentralinstituten. Hier zeige ich als Beispiele für Fakultäten, die aus mehreren Instituten bestehen, die Lebenswissenschaftliche und die Philosophische Fakultät. In der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät sind auch viele der sogenannten kleinen Fächer versammelt. Hier kann man Institute finden, die noch weiter in Lehrbereiche untergliedert sind. Die Fakultäten und Institute mit ihren ganz eigenen Fachkulturen sind es, die in den nächsten Jahren ihre akademische Heimat sein werden. Sie sind für die Organisation der Lehrveranstaltungen und aller mit dem Studium zusammenhängenden Belange verantwortlich. Entsprechend der Fakultäts- und Institutsstruktur ist auch das Vorlesungsverzeichnis organisiert. An den Fakultäten bzw. Instituten sind die Prüfungsbüros angesiedelt. Die Fakultäten werden es sein, die Ihnen nach erfolgreichem Studienabschluss Ihren akademischen Grad verleihen. Die Struktureinheiten der Humboldt-Universität verteilen sich auf 2 Hauptstandorte, einen in Berlin-Mitte und den anderen im Südosten von Berlin in Adlershof. Der Standort Mitte unterteilt sich noch einmal in 2 große Bereiche: den Bereich im Umfeld des Hauptgebäudes unter den Linden und den sogenannten Campus Nord, 2 U-Bahn-Stationen nördlich vom Bahnhof Friedrichstraße zwischen Naturkundemuseum und Charité-Hochhaus. Im Umfeld des Hauptgebäudes befinden sich die Juristische Fakultät, die Wirtschaftswissenschaftliche und die Theologische Fakultät, sowie zahlreiche Institutsgebäude der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät, der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen sowie der Philosophischen Fakultät. Zum Campus Nord gehören das Institut für Asien- und Afrikawissenschaften und die Institute für islamische und für katholische Theologie. Vorrangig entwickelt sich der Campus Nord jedoch zu einem Zentrum der Lebenswissenschaften mit dem Teer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften, den Instituten für Biologie und für Sportwissenschaft sowie im Zusammenhang mit dem Naturkundemuseum und medizinischen Einrichtungen der Charité Universitätsmedizin. Alle anderen mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer sind in Berlin-Adlershof konzentriert. Hier ist seit fast 20 Jahren ein moderner naturwissenschaftlicher Campus entstanden, umgeben von Forschungseinrichtungen und Technologiefirmen. Den Mittelpunkt bildet das Erwin-Schrödinger-Zentrum mit der Zweigbibliothek für Mathematik und Naturwissenschaften, Computerpools und Vorlesungssälen. Darum gruppieren sich die Institute für Physik, Chemie, Mathematik und Informatik und für Geographie. Diese bilden die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät. Hier ist auch das Institut für Psychologie zu finden, das allerdings zur lebenswissenschaftlichen Fakultät gehört. Übersichtskarten der einzelnen Campus mit den Universitätsgebäuden finden Sie auf der Uni-Website unter dem Punkt Service, Lage und Anfahrt.
Auf derselben Seite ist auch die Gebäudedatenbank der Humboldt-Universität verlinkt. Im Vorlesungsverzeichnis sind die Raumangaben der Lehrveranstaltung mit ihr verknüpft. Zunächst gilt es also, sich Klarheit darüber zu verschaffen, an welcher Fakultät, an welchem Institut oder Lehrbereich er oder sie eigentlich studiert und wo diese liegen. In Kombinationsstudiengängen muss man das entsprechend für zwei Fächer bestimmen. Hinweise sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrer Immatrikulation bekommen haben. Ansonsten finden Sie die Angaben auch über die Website der HU unter der Rubrik Einrichtungen, Organisation. Dort sind die Internetseiten der Struktureinheiten verlinkt mit Adressen, Ansprechpartnern sowie aktuellen Informationen zum Studienbeginn. Wenn Sie wissen, wo sich Ihre Fakultät oder Ihr Institut real und virtuell befindet, sollten Sie sich mit der Studien- und Prüfungsordnung Ihres Faches befassen. Diese bildet den rechtlichen und inhaltlichen Rahmen Ihres Studiums ab. Sie werden im amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität veröffentlicht und haben eine Nummer und eine Jahreszahl. Das ist wichtig, denn man hat in der Regel das Recht, sein Studium nach der Studien- und Prüfungsordnung zu beenden, die bei Studienbeginn gültig war. Es sei denn, man vereinbart in seinem Prüfungsbüro den Übertritt zu einer erst später erlassenen Ordnung. Man studiert also nicht nur einfach Geschichte, sondern Geschichte nach der Studien- und Prüfungsordnung von 2018. Es kann vorkommen, dass im Vorlesungsverzeichnis Lehrveranstaltungen direkt nach Studienordnung sortiert angegeben werden. Sie sollten demnach wissen, welche Studienordnung bei Ihrem Studienbeginn gültig war. Das ist immer die jüngste vorhandene, zusammen mit eventuell später erlassenen Änderungsordnungen, in denen Modifikationen der Basisordnung vorgenommen werden können. Und Sie sollten sich ein eigenes Exemplar besorgen und es auch sorgfältig lesen. Studierende im Kombi-Bachelor brauchen natürlich eine Studienordnung für das Kern- und eine für das Zweitfach. Entsprechende Links finden Sie auf den Seiten der Fakultäten bzw. Institute sowie auf der HU-Website unter hu.berlin/spo. Lehramtsstudierende finden die Vorgaben für das Studium mit Lehramtsoption in den Studienordnungen ihrer jeweiligen Fächer. Sie benötigen zusätzlich die Studien- und Prüfungsordnung für die Studienanteile Bildungswissenschaften und Sprachbildung. Die dazugehörigen Lehrveranstaltungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis unter der Rubrik Zentrales Angebot für alle Lehramtsstudierenden. Bei denjenigen, die Bildung an Grundschulen studieren, sind alle Studienanteile bereits in der Studienordnung des Faches enthalten. In den Studien- und Prüfungsordnungen finden Sie alle Informationen über die Ziele des Studiums, seinen Aufbau, welche Module zu absolvieren sind. Es gibt genaue Beschreibungen für jedes Modul, Angaben zu Prüfungen und damit verbundene Rechte und Pflichten. Schließlich sind empfohlene oder idealtypische Studienverlaufspläne enthalten, worauf ich später noch zurückkomme. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Es war von Modulen die Rede. Worum handelt es sich dabei? Module bilden sozusagen das strukturelle und inhaltliche Rückgrat eines Studiengangs. Es sind Studieneinheiten zu einer größeren Thematik, in denen Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Art, meist Vorlesungen, Seminare, Übungen, Tutorien und andere Formen, zusammengefasst werden. Jedes Modul wird in der Regel mit einer Prüfung abgeschlossen, im Uni-Jargon MAP genannt. Sie sammeln während des Studiums Noten der einzelnen Modulprüfungen an, schreiben am Ende im Mono- bzw. Kernfach die Bachelorarbeit und aus diesen Teilnoten wird zu Studienabschluss die Endnote gebildet. Der Vorteil dieser studienbegleitenden Modulprüfungen ist, dass es keine alles entscheidende Prüfung zu Studienende gibt. Wird jedoch eine Modulprüfung auch nach zwei Wiederholversuchen nicht bestanden, ist das Studium in diesem Fach zu Ende. Für eine Modulabschlussprüfung ist die Anmeldung beim Prüfungsbüro erforderlich. Dieses gibt die Prüfungszeiträume und die Fristen für die Prüfungsanmeldung bekannt. Die Anmeldung selbst erfolgt dann in der Regel online über das Portal AGNES. Trotz der Möglichkeit, sich online für Prüfungen anzumelden, sollte man zumindest wissen, dass es kein zentrales Uni-Prüfungsbüro gibt.
Prüfungsbüros sind in der Regel an den Fakultäten angesiedelt, sodass für Studierende im Kombi-Bachelor manchmal auch zwei Prüfungsbüros zuständig sein können. Sie sind Ansprechpartner in allen verwaltungstechnischen Fragen rund um Prüfungen. Sie überprüfen, ob Sie alle Voraussetzungen für die Prüfungsanmeldung erfüllt haben, führen Prüfungsakten und erstellen Leistungsübersichten, stellen Modulabschlussbescheinigungen und zum Schluss Abschlusszeugnisse aus. Für alle fachlichen Fragen im Zusammenhang mit Prüfungen sind die Prüfungsausschüsse der Fakultäten oder Institute zuständig. Das betrifft insbesondere die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die Sie eventuell außerhalb des Faches oder der HU erbracht haben, zum Beispiel nach einem Hochschulwechsel oder einem Auslandssemester. Das betrifft aber auch die Gewährung von Nachteilsausgleichen, also Sonderregelungen für Prüfungen, Fristverlängerungen, besondere Hilfsmittel oder Prüfungsformen, falls Sie etwa durch eine chronische Krankheit oder Behinderung beeinträchtigt sind. Informationen über Zuständigkeiten und Antragstellung erhalten Sie in jedem Fall in Ihrem jeweiligen Prüfungsbüro. Für jedes Modul ist in der Studienordnung eine detaillierte Beschreibung enthalten. Dabei wird angegeben der Modulname, die Lern- und Qualifikationsziele, das heißt die behandelten Themenbereiche und die Kompetenzen, die ich mit dem Modul erwerbe, ob es Voraussetzungen für die Teilnahme gibt. Für Basismodule sollte das nicht der Fall sein. Benannt werden die Art der dazugehörigen Lehrveranstaltungen, Vorlesungen, Seminare, Übungen und andere, sowie ihr zeitlicher Umfang, ausgedrückt in SWS, das heißt Semesterwochenstunden, die während der Lehrveranstaltung zu erbringenden Studienleistungen, falls es solche gibt, die Dauer des Moduls, ob es sich über ein oder zwei Semester erstreckt, ob es im Winter- oder im Sommersemester angeboten wird, die Art der Modulabschlussprüfung und schließlich auch die Anzahl der vergebenen Studien- oder Leistungspunkte. Das bezeichnet beides dasselbe. Wenn Sie die Modulabschlussprüfung bestanden haben, werden diese Leistungspunkte Ihrem Studienkonto gutgeschrieben. Ein Leistungspunkt stellt das rechnerische Äquivalent für eine Arbeitsleistung von 25 bis 30 Stunden dar, die für die Vor- und Nachbereitung bzw. den Besuch der Lehrveranstaltung selbst vergeben werden. Für einen Bachelorabschluss sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Jetzt zeige ich einmal die generelle Struktur der Bachelorstudiengänge an der HU. Im Monobachelor studiert man ein großes Fach im Umfang von 180 Leistungspunkten. Im Kombi-Bachelor kombiniert man zwei Fächer, wobei im Kernfach 120 Leistungspunkte zu erbringen sind und im Zweitfach 60. Innerhalb der Bachelorstudiengänge gibt es Module unterschiedlicher Kategorien. Pflichtmodule, die alle belegen, Module des fachlichen Wahlpflichtbereiches, in dem man eigene Schwerpunkte in seinem Fach setzen kann, und Module des überfachlichen Wahlpflichtbereiches, auch ÜWP genannt. Die Zweitfächer im Kombinationsbachelor bestehen vorrangig aus Pflichtmodulen. Einige haben aber auch einen fachlichen Wahlpflichtbereich. Der überfachliche Wahlpflichtbereich kann einen Umfang von 10 bis 30 Leistungspunkten haben. Meist sind es 20. Festgelegt ist der Umfang des ÜWP in der Studienordnung des Mono- oder Kernfaches. Manchmal sind Teile davon für praxisbezogene Lehrveranstaltungen des eigenen Faches oder Praktika reserviert. Meist sind jedoch Module aus dem überfachlichen Angebot anderer Fächer oder zentraler Einrichtungen der HU zu belegen. Für diese gibt es eine eigene Rubrik im Vorlesungsverzeichnis. Mit den zentralen Einrichtungen sind vorrangig das Sprachenzentrum der HU und das Career Center gemeint. Das Career Center bietet praxisorientierte Kurse zur Stärkung der sogenannten Soft Skills an, also fachunabhängiger Fähigkeiten für die spätere Berufstätigkeit, wie Sozial- und Methodenkompetenz, Informations- und Medienkompetenz,
sowie Organisations- und Managementkompetenz. Das sind beispielsweise Kurse wie wirkungsvolles Auftreten im Berufsleben, Eventmanagement, crossmedialer Journalismus, Grundlagen betriebswirtschaftlicher Praxis, eventuell für eine eigene Selbstständigkeit, Datenanalyse mit Statistikprogrammen und anderen. Das Career Center bietet darüber hinaus auch Kurse an, die Unterstützung bei der Erarbeitung individueller beruflicher Perspektiven geben. Das mag Studienanfängern noch weit weg erscheinen, man kann jedoch nicht früh genug mit den Überlegungen anfangen, wohin das Studium einmal beruflich führen soll. Wann man im Laufe des Studiums die Leistungen im überfachlichen Wahlpflichtbereich erbringt, ist nicht vorgeschrieben. Sie können das nach Ihren Bedürfnissen und natürlich nach dem Angebot entscheiden. Bei denjenigen unter Ihnen, die mit Lehramtsoptionen studieren, sieht die Studienstruktur ein bisschen anders aus. Hier gibt es meist keinen überfachlichen Wahlpflichtbereich. Dafür studieren Sie direkt für das Lehramt zugeschnittene Module aus den Bereichen Bildungswissenschaften und Sprachbildung. Für das Grundschullehramt studiert man sogar 3 Grundschulfächer, eines davon vertieft. Hinzu kommen eine fach- oder professionsbezogene Ergänzung, allgemeine Grundschulpädagogik sowie Bildungswissenschaften und Sprachbildung. Aber kehren wir zur Studienordnung zurück. In den Studienordnungen sind, meist im Anschluss an die Modulbeschreibungen, empfohlene bzw. idealtypische Studienverlaufspläne enthalten. Sie dienen als Orientierungshilfe bei der Zusammenstellung des Stundenplanes, sind nicht verbindlich, sondern haben empfehlenden Charakter. Wenn Sie sich danach richten, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Studium in der Regelstudienzeit von 6 Semestern abzuschließen. Die Regelstudienzeit ist auch der Zeitraum für eine mögliche BAföG-Förderung. Wenn man sie überschreitet, führt das aber nicht automatisch zur Exmatrikulation. In der Studienverlaufsempfehlung steht unter anderem, welche Module Sie im ersten Semester absolvieren sollten. Falls Sie im Teilzeitstudium eingeschrieben sind oder es Überschneidungen bei Lehrveranstaltungen des Kern- und Zweitfaches gibt, können Sie der Studienverlaufsempfehlung nur bedingt folgen. Dann hilft es, in den Modulbeschreibungen nach der Rubrik Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme zu sehen. Alle Module sind für Sie zugänglich, in denen es keine Teilnahmevoraussetzung gibt oder bei denen die Absolvierung eines anderen Moduls nur empfohlen, aber nicht zwingend vorgeschrieben ist. Wenn Sie sich mit der Studien- und Prüfungsordnung beschäftigt haben, den empfohlenen Studienverlaufsplan angesehen haben und die Module, die dort für das erste Semester empfohlen werden, dann sollten Sie sich mit dem Vorlesungsverzeichnis beschäftigen, das ausschließlich online zu finden ist. Klicken Sie das Vorlesungsverzeichnis auf der Seite der HU an. Dann öffnet sich ein Verzeichnisbaum, in dem Sie Ihr Institut, Ihr Fach, Ihren Studiengang aussuchen können. Dort werden Ihnen die im kommenden Semester angebotenen Lehrveranstaltungen angezeigt. Sie bekommen Informationen, zu welchem Modul die Lehrveranstaltung gehört, wer die Lehrperson ist, wann und wo und in welchem Format die Veranstaltung stattfindet, also online oder Präsenz, und ob man sich dafür online anmelden muss. Wenn man sich nicht online anmelden kann, dann genügt es in der Regel, zur ersten Lehrveranstaltung anwesend zu sein. Hinter dem I-Symbol vor dem Fakultäts- oder Institutsnamen verbirgt sich ein PDF-Dokument mit dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis. Hier kann man Erläuterungen zu Inhalt und Methodik fortlaufend lesen. Das erleichtert die Auswahl, wenn man Wahlmöglichkeiten hat. Falls die Lehrveranstaltungen nicht nach Modulen gegliedert angezeigt werden, kann man im kommentierten Vorlesungsverzeichnis auch schnell erkennen, zu welchem Modul eine Lehrveranstaltung gehört. Nun können Sie sich die Lehrveranstaltungen aussuchen, die zu den Modulen gehören, die im idealtypischen Studienverlaufsplan der Studienordnung empfohlen werden. Man kann nicht davon ausgehen, dass für jedes Modul genau eine Vorlesung, ein Seminar, ein Tutorium angeboten wird. Ein gutes Studium macht ja gerade aus, dass es ein breites Lehrangebot gibt und man eigenen Interessen folgen kann.
wenn für ein Modul im Vorlesungsverzeichnis eine Vielzahl von Lehrveranstaltungen angeboten wird, dann können Sie an der Modulbeschreibung in der Studienordnung erkennen, welche Lehrveranstaltungsarten mit welchem zeitlichen Umfang zwingend belegt werden müssen, um zur Modulabschlussprüfung zugelassen zu werden. Ansonsten können Sie nach zeitlichen und inhaltlichen Kriterien selbst entscheiden. Falls es mehrere parallele Gruppen gibt, dann müssen Sie zwar nur an einer Gruppe teilnehmen, es empfiehlt sich jedoch, sich zunächst für mehrere anzumelden, damit Sie am Ende sicher einen Platz bekommen. Wenn Sie sich zuvor in Agnes eingeloggt haben, ist es möglich, Lehrveranstaltungen über den Button Ausgewähltes Vormerken für die Übernahme in Ihren persönlichen Stundenplan zu markieren. Im Zusammenhang mit dem Vorlesungsverzeichnis möchte ich eine Anmerkung zu akademischen Zeitangaben machen, wie Sie sie auch bei anderen Veranstaltungsankündigungen im universitären Bereich finden werden. Die Angabe im Vorlesungsverzeichnis Montag 10 bis 12 wöchentlich bedeutet, dass es sich um eine Doppelstunde Lehre pro Woche im Semester handelt. Das sind dann 2 mal 45 Minuten, gleichbedeutend mit 2 Semesterwochenstunden, abgekürzt SWS. Bei einer Zeitangabe 10 bis 12 kann man davon ausgehen, dass es sich um eine sogenannte CT-Angabe, Angabe nach Universitätszeit, handelt. CT ist die lateinische Abkürzung von cum tempore, mit Zeit. Das bedeutet, das sogenannte akademische Viertel wird mit eingeplant. Das heißt, die Veranstaltung beginnt tatsächlich um 10.15 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Wenn eine Veranstaltung hingegen wirklich pünktlich um 10 Uhr losgehen soll, würde eine Angabe 10 Uhr ST erscheinen. ST sine tempore, ohne Zeit. Wenn nichts Besonderes erwähnt wird, kann man im universitären Bereich mit dem akademischen Viertel rechnen, also mit CT-Angaben. Ein anderer Begriff, nämlich Dies, wird Ihnen begegnen. Dies ist eine Abkürzung für Dies Academicus, akademischer Tag. Es ist ein akademischer Feiertag, der besonderen universitären Veranstaltungen vorbehalten ist. Damit alle Universitätsangehörigen daran teilnehmen können, finden an ihm keine regulären Lehrveranstaltungen statt. Wenn Sie sich mit Ihrer Studienordnung, dem empfohlenen Studienverlaufsplan, den Modulbeschreibungen und dem Vorlesungsverzeichnis vertraut gemacht haben, sollten Sie in der Lage sein, sich Ihren eigenen Stundenplan zusammenzustellen. Dazu müssen die Informationen zunächst geordnet werden. Prioritäten müssen gesetzt werden, falls es zu zeitlichen Überschneidungen kommt, was in Kombinationsstudiengängen durchaus vorkommen kann. Bei der Menge an Kombinationsmöglichkeiten ist es leider nicht möglich, Überschneidungen von vornherein auszuschließen. Hier gilt als Faustregel, dass zunächst verpflichtende Grundlagenmodule wichtig sind, die Voraussetzung für den Besuch weiterführender Veranstaltungen sind, und dass Veranstaltungen des Bachelor-Kernfaches Priorität haben gegenüber denen des Zweitfachs. Sie sollten auch darauf achten, nicht einzelne Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Modulen herauszusuchen, also zum Beispiel erstmal nur Vorlesungen. Da die unterschiedlichen Lehrveranstaltungsformen eines Moduls inhaltlich aufeinander abgestimmt sind, sollten Sie alle Veranstaltungen belegen, die zu einem Modul gehören. Nur so können Sie am Semesterende zur Modulabschlussprüfung zugelassen werden und damit im Studium vorankommen. Im Bachelor sind 180 Leistungspunkte verteilt auf 6 Semester Regelstudienzeit zu erwerben. Folglich bilden 30 Leistungspunkte pro Semester einen Richtwert für die Zahl der Module, die man in einem Semester belegen sollte. Im Kombinationsbachelor bedeutet das meist 20 Leistungspunkte für das Kernfach und 10 für das Zweitfach. So vorbereitet sollten Sie unbedingt die fachspezifischen Orientierungsveranstaltungen besuchen. Informationen dazu und Termine finden Sie in der Statusabfrage Ihrer Online-Bewerbung und auf den Internetseiten der Institute und Fakultäten. Eine zusammenfassende Übersicht haben wir im Portal für Studierende zusammengetragen unter hu.berlin/willkommen.
wenn sie nicht an den fachspezifischen Orientierungsveranstaltungen teilnehmen konnten und ihre Fragen noch nicht alle geklärt sind, wenn sie noch Unsicherheiten bezüglich des Stundenplans haben oder es Probleme gibt mit Überschneiden in der Veranstaltung, die sie nicht alleine lösen können, dann sind Ihnen die Studienfachberatungen und die studentischen Studienfachberatungen Ihrer Institute gern behilflich. Auch die Fachschaft, also Ihre Studierendenvertretung im Institut, steht den Erstsemestern zur Seite. Für lehramtsbezogene Fragen gibt es Informationen und Beratung bei der Professional School of Education. Das ist die Dachorganisation an der Universität, die sich um alle lehramtsrelevanten Belange kümmert. Wenn Sie jedoch organisatorische oder inhaltliche Fragen zu bestimmten Lehrveranstaltungen haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Lehrperson. Deren Kontaktdaten finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Schließlich bleibt nur, an den Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Die erste Lehrveranstaltung im Semester ist besonders wichtig. Hier wird Organisatorisches geklärt, Sie erhalten einen Überblick über Inhalte, Leistungsanforderungen und Prüfungen. Manchmal werden Seminarreferate verteilt oder noch Raum- oder Terminänderungen vorgenommen. Aber die Anwesenheit ist nicht nur für die erste Lehrveranstaltung wichtig. Das hat zum einen didaktische Gründe, denn in den Vorlesungen bereiten die Lehrenden den komplexen Stoff für Sie in konzentrierter Form auf. Und in den Seminaren und Übungen wird das Wissen exemplarisch vertieft, gefestigt bzw. praktische Fähigkeiten werden eingeübt. Seminare und Übungen leben davon, dass Sie sich aktiv beteiligen. Aktive Teilnahme, Vor- und Nachbereitung sind die besten Garanten für gute Prüfungsleistungen. Es gibt dabei auch eine administrative Seite, weil die Leistungspunkte, die für den Studienabschluss zu erwerben sind, für die Vor- und Nachbereitung und auch den Besuch der Lehrveranstaltung vergeben werden. Sollten nicht außergewöhnliche Gründe vorliegen, kann für eine Lehrveranstaltung kein Leistungsnachweis mehr erworben werden, wenn man mehr als ein Viertel der Lehrveranstaltungstermine versäumt hat. In besonderen Fällen wie Schwangerschaft, Pflege von Kindern oder Angehörigen oder bei chronischer Krankheit sind Nachteilsausgleiche möglich. Dafür sind die Lehrenden Ansprechpartner. Diese und viele weitere rechtliche und organisatorische Fragen, die mit dem Studium zusammenhängen, sind in der fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung, kurz ZSPHU, geregelt. Das ist neben der Studien- und Prüfungsordnung ein weiteres wichtiges Dokument, das Sie kennen sollten. Woran sollten Sie sonst noch denken? Da ist zunächst ein Besuch auf der Webseite der Universitätsbibliothek empfehlenswert. Unter den angesprochenen Zielgruppen finden Sie eine spezielle Seite für HU-Erstsemester. Es gibt eine Übersicht über alle Zweigbibliotheken, die es neben der Zentralen Universitätsbibliothek, dem Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum, an unterschiedlichen Standorten gibt. Sie finden dort auch Online-Tutorials, um sich in der Bibliothek zurechtzufinden, zur Literaturrecherche, zum Schreiben von Hausarbeiten und vielem mehr. Wer schon im ersten Semester einen Sprachkurs am Sprachenzentrum belegen will, kann sich dazu online anmelden. Der Hochschulsport bietet ein attraktives Sportangebot. Die Anmeldung für Kurse ist ebenfalls online möglich. Auch die Kultur- und Musikgruppen freuen sich über Nachwuchs. Abschließend möchte ich noch auf weitere Beratungsmöglichkeiten hinweisen. Die allgemeine Studienberatung berät Sie fächerübergreifend bei Orientierungsfragen, studienbezogenen Entscheidungssituationen und bei Studienproblemen. Zum Beratungsangebot gehört auch die psychologische Beratung. Sie ist erster Ansprechpartner, wenn psychische Belastungen unterschiedlichster Art Sie in Ihrem Studium behindern. Darüber hinaus gibt es spezielle Beratung für diejenigen, die mit einer chronischen Krankheit oder Behinderung studieren. Für studierende Eltern ist das Familienbüro erste Anlaufstelle.
Außer den hauptamtlichen Beratern gibt es an der Humboldt-Universität ein studentisches Sozialberatungssystem, das von ihrer studentischen Interessenvertretung, dem Referat, getragen wird. Hier beraten Studierende Studierende. Es werden unter anderem angeboten eine allgemeine Sozialberatung, eine Beratung zu Unterhalt und BAföG, eine Beratung für internationale Studierende, für Studierende mit Kindern, die sogenannte Enthinderungsberatung, an die sich Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit wenden können. Unter Hinzuziehung von Rechtsanwälten wird eine allgemeine Rechtsberatung angeboten, unter anderem eine arbeitsrechtliche Anfangsberatung und Beratung zum Hochschul- und Prüfungsrecht. Bei besonders prekärer finanzieller Lage können Sie einen Zuschuss zum Semesterticket aus dem Sozialfonds der Studierendenschaft beantragen. Dafür unterhält der Referat das sogenannte Semtix-Büro. Universitätsübergreifend ist es das Studierendenwerk Berlin, das sich um die unterschiedlichsten sozialen Belange von Studierenden kümmert. Es betreibt das Amt für Ausbildungsförderung, kurz als BAföG-Amt bekannt, ein Hochschul-Jobportal für studentische Nebenjobs, Mensen und Cafeterien, Wohnheime und Kitas. Es bietet Beratung für studierende Eltern, Sozialberatung einschließlich Beratung zur Studienfinanzierung, psychologisch-psychotherapeutische Beratung, eine Beratung barrierefrei studieren und schließlich können Sie bei Schwierigkeiten mit Semester- oder Abschlussarbeiten Unterstützung im Schreibzentrum des Studierendenwerks finden. Am Ende meines Vortrags bleibt mir nur noch, Ihnen viel Spaß und einen erfolgreichen Studienbeginn zu wünschen, wissenschaftliche Neugier, viele interessante Erkenntnisse und Erfahrungen, dass Sie sich nicht entmutigen lassen, auch wenn es mal eine Durststrecke geben sollte, und dass Sie dann vielleicht eine der vielen Beratungsmöglichkeiten nutzen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe.